Die Sanierungsarbeiten am Westrandgraben bei Naht gehen planmäßig voran. Bis September sollen die Ausbesserungen und Neuprofilierungen der Böschung sowie die Instandsetzung von Drainagen fertiggestellt sein, heißt es von der LMBV. Der Westrandgraben ist mehr als 3 Kilometer lang und fasst das gehobene Grundwasser aus den Horizontalfilterbrunnen in Hoyerswerda. Er ist 2002 in Betrieb gegangen.